Sie können krabbeln, sie können fliegen, sie können beißen, sie können stechen und je nach Art natürlich auch uns anpinkeln. Und sie können uns vor allem gehörig auf die Nerven gehen. Die Rede ist von den lieben Ameisen. Schädlingsbekämpferin Marianne Jäger ist dazu bei uns. Herzlich willkommen. Wenn wir schon dabei sind, sind das jetzt eigentlich Schädlinge oder eher Lästlinge oder doch auch Nützlinge, die Ameisen? Also in der Wiese und im Garten, bitte, da sind sie die Guten. Okay. Da sind sie nützlich. Warum? Sie leben in der Erde, haben eine große Ausdehnung an Nest, bauen dort ihre Nester. Und was sie so nützlich macht, und das vergessen die meisten, also gerade in Hochwasserzeiten müssen wir daran denken, die bauen neben ihren Nestern so Überlaufrohre, damit, wenn es regnet, das Wasser nicht in ihr Nest zwitschert, sondern einfach daneben vorbei. Quasi eine Drainage sozusagen. Eine Drainage, genau. Ja. Und damit bewässern sie eigentlich, machen sie eine Tiefenbewässerung des Bodens. Also ein gesunder Garten mit einem gesunden Ameisenstaat hat immer eine ordentliche Bewässerung in der Tiefe und nicht nur oberirdisch. Die asphaltieren halt nichts zu, gell? Nein, kein Beton. Also das ist, kann man sich abschauen? Kann man sich ein Eckerl abschauen, genau. Weil ich es angesprochen habe, fliegende Ameisen, was hat es mit denen auf sich? Und auch die unterschiedliche Größe. Es gibt ja unglaublich viele Gattungen einmal, oder? Mehr, als ich hier aufzählen kann oder wissen wer. Also unendlich, von winzig kleinen Feenameisen bis zu diesen bombastischen großen Rossameisen zum Beispiel, die jeder von uns kennt aus dem Wald, diese Megadinger, nicht? Einerseits. Andererseits, die bei uns gängige Ameise, die Wegameise, die fast jeder von uns kennt, hat auch verschiedene Größen. Von was hängt das ab? Ob es ein Geschlechtstier ist oder eine Arbeiterin. Ach. Also die Königin, die befruchtete Königin, legt befruchtete Eier. Die werden aber nur durchschnittlich schlecht gefüttert und daraus kommt eine Arbeiterin. Mhm. Also viele Arbeiterinnen, nicht? Und einmal im Jahr, jetzt, füttern, oder weil die Nahrungsangebot ist gut, wir haben die Marillen und die Kirschen und keine Ahnung, die Früchte, werden die besonders gut gefüttert. Und jetzt kommen geschlechtsreife Tiere raus. Jungköniginnen und aus den unbefruchteten Eiern die Jungmannen. Aha. Und die haben Flügel. Und die hast du uns auch mitgebracht. Genau, die sind auch blatt. Also die sind groß. Ja. Zwei, dreimal so groß wie die anderen. Also man aber das ist dieselbe Art. Das ist die gleiche Familie, halt nur die zukünftigen Königinnen. Nicht? Und die haben jetzt die Aufgabe, für die Fortpflanzung zu sorgen. Richtig. Wenn wir sie jetzt aufmachen, die täten es wegfliegen. Das ist nämlich ihre biologische Funktion. Im Fliegen die Königin oder diese kleinen Königin zu befruchten. Verstehe. Und jetzt ist es eine Königin, weil ja schon befruchtet. Die sucht sich jetzt ein frisches Platz in der Wiese oder in der Erde oder am Baumstumpf oder wo auch immer und gründet den nächsten Staat. Aha. So, wie lange währt denn so ein Ameisenleben eigentlich? Na, von den Arbeiterinnen eher kurz. Ja. Diese befruchtete Königin kommt auf die Art an, aber bis zu 30 Jahre. Na, hör auf. Ja. Okay. Also wahrscheinlich war der Ameisenstaat schon vorher da, bevor wir unser Haushalt gebaut haben, nicht? Und wie groß ist jetzt so ein Ameisenstaat mit allen unterirdischen Das ist, damit sich die Leute was vorstellen können. 5 mal 5 ist ungefähr so groß wie der Platz hier. Allerdings 5 Meter in die Tiefe auch. Also bis zu 5 Meter in die Tiefe. Okay. Das erklärt auch diese tiefen Bewässerung, weil wenn das Wasser abfließt, gurgelt das auch wirklich schön tief nach unten. Ah. Also Sie hätten eigentlich genügend Platz in Ihrem Heim, trotzdem besuchen Sie ab und zu das unsere. Ja, und da wird es dann ein bisschen lästig. Weil dort gibt es was zum Essen. Ja. Wie ist das, wenn man jetzt Mitbewohner bekommt und irgendwo so eine Ameisenstraße hat? Der Grund dafür ist, was sind die Gründe hauptsächlich? Die gescheite Ameisenart, also da gibt es so verschiedene Hierarchien und eine besondere, die Speerameise, findet den Honigtopf in meiner Küche. Und am Rückweg markiert sie den Weg mit einem Sexualpheromon, also das ist so ein Duft. Und die anderen Hirnlosen finden aufgrund dieser Duftstraße zu meinem Honig wieder zurück. Ah, ja. So, und jetzt gilt es eigentlich nur, diese Straße wegzunehmen, zu eliminieren. Nicht? Gängig, das kennt jeder, ist das Backpulver. Ja. Was ich ein bisschen unschön finde, weil es sehr grobkörnig ist und so bülle ich das jetzt wieder an, also wie auch immer. Eigentlich ein Lebensmittel. Nimmt den Duft weg. Also das ist der Witz, man muss diese Markierung, diesen Duft wegnehmen. Ich kenne es auch von Kunden mit Zimt. Das ist die Weihnachtsvariante. Total nett, wenn du in eine Wohnung reinkommst, das ist so wie Weihnachten live, aber es ist wegen der Ameisen. Ist halt auch nicht wahnsinnig, vielleicht auch nicht so billig, weil Zimt ist jetzt auch nicht umsonst. Was ich gerne mache oder was ich den Leuten empfehle, ist eine Diamethenerde. Das ist ein fossiles Gesteinsmehl, das ist das da. Aha. Das kennt man jeder. Von zum Beispiel Lederhandtascheln ist so ein kleines Backerl drinnen mit Kugeln. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Das entzieht der Umgebung die Feuchtigkeit. Aha. Und
Das wird und übrigens auch geruchsneutral eigentlich. Na, völlig. Ah, ja. Und ist auch giftfrei, da ist nichts drinnen. Also okay. Das wirkt nur, weil es die Feuchtigkeit entzieht. Mhm. Das sind so Kristalle, die halt so röhrchenartig sind. Wird übrigens auch in der Kosmetik verwendet. Also darum habe ich auch dazu bekommt man im Fachhandel. Und dann haben wir noch die üblichen Ameisenfallen. Warte, das ist nur ein anderes. Und das ist das Profi-Werkzeug? Das ist das Profi, das ist das da drinnen, das ist mein Werkzeug dazu. Also wenn man so schaut, staube ich das damit an. Aber absolut ungiftig? Absolut ungiftig. Mhm. Was ich drüber... Gibt es übrigens auch als Spray. Verstehe. Mag ich gern, überall wo es Fugen und Spalten gibt. Kommt man überall rein. Kommt man rein, man sieht, das ist relativ schnell wieder. Und dann noch die Spritze? Genau, und das ist der Köder. Das ist der Köder zum selber machen. Okay. Das ist der Köder für mich, also das ist die Profi-Variante. Wenn ich meine Ködertupferl setze, das war ein bisschen zu groß. Die tragen das heim? Die tragen das heim, genau, so mache ich meine Tupferl. Und ansonsten ist präventiv, damit es gar nicht so weit kommt? Habe ich euch mitgebracht, das ist zwar nichts Besonderes, aber es hilft noch immer. Man nimmt ein Wasser, Wischwasser, gibt ein winziges Tröpfelchen Essig hinein, aus, reicht schon. Okay. Es soll nicht nach Essig riechen, weil sonst zieht die Ehefrau oder der Ehemann aus. nimmt das dann und wischt damit Fensterbreite, Küche, Bad. Und das reicht. Und damit werden diese Duftmarkierungen abgenommen, natürlich dort, wo die Ameisen rennen. Nicht? Und wenn man es vorbeugend macht und immer mit ihm wischt, haben die Ameisen gar keine Chance, dass sie diese Straße sich erhält. Also ist ein sehr nettes, also ich stehe mal so auf mein Essigwasser. Wie immer einfache und effektive Tipps von dir, Marianne Jäger. Herzlichen Dank für den Besuch. Ja, danke.